Mögen wir diesen einen Moment wieder nutzen, um still zu werden. Mögen wir diesen einen Moment nutzen, den Heiligen Geist einzuladen. Sprich, Gott selbst zu uns kommen zu lassen. Der uns, der mir immer nur von der Liebe spricht, sich mir selbst so sanft hingibt und mich nur in Liebe sieht. Und nur das will ich annehmen. Nur das will ich selbst sehen. Denn nur das bin ich. Möge ich die Liebe des Vaters annehmen, möge ich sie spüren. Möge ich wissen, in Anführungsstrichen, aus meinem Herzen heraus, dass ich Liebe bin, dass ich geliebt bin. Und dass ich nur Liebe lehren möge. Einfach gesagt, liebe und lass dich lieben. Immer aus der geistigen Sicht heraus. Immer aus der höheren Ebene heraus. Nur das ist Gott. Nur das bin ich, sind wir in Wahrheit. Wir sind nicht dieser Traum, dieser Körper. Möge ich all meine liebende Kraft, diese liebevolle Macht, in meinen Traum hineinfließen lassen, so dass ich mich ganz klar, ohne Wenn und Aber, ohne Schwankung, nur für Gott ausrichte, mich wirklich reinwasche, Neubeginn, Neustart, Neugeburt, neues Leben, neue Welt. Auftauchen, auferstehen, aufblicken, aufwachen, auf einmal verstehe ich die Worte ganz neu. Dabei höre ich sie schon so lange. Ich kann hier in diesem Traum keine neutralen Gedanken haben, weil genau das spiegelt den gespaltenen Geist wider. Dieses Wenn und Aber, dieses Für und Wider, dieses Gut und Böse. Ich muss mich klar ausrichten. Hin zu diesem einen Gedanken der Einheit. Eins gesinnt. Hin zum Vater. Der Erinnerung an Gott, an meinem wahren Zuhause. Möge ich erkennen, dass dies nur ein Traum ist, der nichts mit Gott zu tun hat. Dennoch erreicht uns der wahre Geist. Damit ich umkehren möge in meinem Traum, der mich scheinbar noch mehr zu verstricken scheint. Mein konflikthaftes Denken mir zeigt meinen urteilenden Geist. Und das ist nicht die Wahrheit. Das bin ich nicht. Ich bin ein starker, mächtiger, ruhiger, liebender Geist und träume hier Konflikt, Widerstand. Und das ist nicht von Gott. Möge ich milde und vergebend auf mich selber schauen. Ich träume den Traum der Vergebung. Der Selbstvergebung. Möge ich mir all diese uralten Gedanken vergeben, die ich in meinem gespaltenen Geist immer wieder versucht habe oder versuche wahrzumachen. Ich kann nicht zwei Welten sehen. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Möge ich mich klar und deutlich ausrichten. Es ist, als wären wir an einer Weggabelung. Lass dich führen. Und sei eindeutig damit, einsichtig. Gib den Widerstand mit dir selbst auf. Dieses Festhalten an Illusionen. Dieses immer wieder Produzieren von Angstgedanken. Ich darf sehen, wie viel Macht ich dem gebe und wie viel Glauben. Und ich muss mir eingestehen, dass ich das bin, die das erzeugt. Und dass das nichts von außen ist. Und das fällt mir schwer. Weil es ja auch scheinbar Schwäche zeigt. Oder vielleicht Depression, Dunkelheit, wie auch immer. Fürchte dich nicht vor dir selbst, was du da siehst, sondern schenke dir Liebe. Schenke du dir das Licht. Der Vater gibt es dir die ganze Zeit. Komm du in Frieden. Heutige Textbuchstelle wieder, damit du Frieden hast. Lehre Frieden, damit du ihn lernst. Ich muss mich selber schonen. Mein Lehren ist mein Lernen. Und ich muss hinhören und hinschauen, was ich da lehre. Und nicht mal wahllos mit Projektionen und Urteilen da um mich werfen. Gottes Wille für mich ist nur, dass ich seine Liebe ausdehne, seine Wirkung bin, Frieden gebe, Vertrauen. Und fühle dich jetzt bitte nicht schuldig, wenn du es scheinbar noch anders tust. Dafür lernen wir das hier. Wir alle scheinen da Fehler gemacht zu haben, uns geirrt zu haben. Da ist keiner besser oder schlechter. Mögen wir keine Selbstankläger mehr sein. Aber ich muss hinschauen, damit ich es abgeben kann. Ehrlich sein. Und das ist natürlich unangenehm, mir da so in die Karten zu gucken. Plötzlich zu sehen, was tue ich denn da? Und da jetzt nicht in Unruhe zu verfallen. Vertraue auf Gott, vertraue dir. Sei geduldig, sei liebevoll mit dir. Und es scheint erstmal so, als würden zwei Denksysteme miteinander kollidieren. Ich muss mich klar entscheiden. Also tritt immer wieder zurück. Und es wird besser werden, ruhiger werden. Wir ruhen in Gott. Doch ein ruhiger Geist ist keine kleine Gabe. Also muss ich hinschauen und erkennen, dass ich keine neutralen Gedanken habe. Dass es Neutralität in dem Sinne nicht gibt. Also möge ich meine Irrtümer berichtigen lassen für die eine neue Welt, für mein neues Denken. Und dann werde ich diese Welt hier anders sehen. Und das Außen zeigt mir immer, was da noch in mir ist. Ich sehe keine neutralen Dinge. Was ich sehe, legt dafür Zeugnis ab, was ich denke. Nein, da sehe ich auch meine Abwehr. Was? Das bin ich, das ist von mir. So ein Scheiß. Ja, das ist mein Film. Ihr seid meine Spielfiguren. Das habe ich mir kreiert. Möge ich Frieden damit schließen. Möge ich das nicht mehr so ernst nehmen. Möge ich Gottes Liebe, Gottes Freude, Gottes Licht, Gottes Segen über all dieses hier fließen lassen, weil ich Teil von ihm bin. Wenn ich nicht dächte, würde ich nicht existieren, weil Leben Denken ist. Wir denken aber zu viel. Gedankensüchtig, habe ich schon mal gesagt. Damit halten wir uns auch super auf Trab, halten uns versteckt, verkleiden uns mit vielen, vielen Gedanken und verwirren uns nur selbst damit. Denk doch nur mit Gott. Was ist so einfach? Wenn es denn so einfach wäre. Ne? Ja, es ist einfach. Es braucht eben die Schulung. Dafür sitze ich hier, um mich zu schulen. Denk mit Gott. Geh mit Gott. Steh mit Gott auf. Geh mit ihm durch diesen Tag, durch diesen Moment. Gott ist immer mit dir. Ich bin es, die sich da dissoziiert, abspaltet. Geistig abwesend ist. Lernbehindert. Ich muss mich schulen. Ich brauche Hilfe. Und ich sollte da nicht mal alleine dran rummachen. Das macht es nur noch schlimmer. Aufhören, da wirklich alleine irgendwas korrigieren, machen, tun zu wollen. Aus meinem Eigenwillen heraus. Das wird nicht funktionieren. Nicht dauerhaft. Höre. Wir müssen hören, lernen, neu hören lernen, neu sehen lernen. Das, was uns hier gesagt wird, wirklich anzunehmen, durch uns wirken zu lassen. Und es wird mir gesagt und gezeigt. Und im Grunde weiß ich es schon. Und mich jetzt da wirklich in dieser Heiligkeit, in dieser Herrlichkeit zu lassen. Mir das zu bewahren. In jedem Moment. Nichts kann meinen Frieden stören. Es sind nur meine eigenen Gedanken. Ich kick mich nur selbst raus. Doch ich erfahre die Wirkung meines Sehens nicht allein. Alles ist schon 100.000 Mal da gewesen, habe ich auch schon öfters gesagt. Du bist nicht allein mit dem, was da in dir ist. Es ist eben nur versteckt gehalten. Deswegen denkt jeder, nur ich habe diese Gedanken. Weil wir uns nicht wirklich zeigen. Und das erzeugt Trennung, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Depression, Krankheit, Leid, Eigenwilligkeit. Und das bestätigt ja immer wieder meine alten Glaubenssätze. Ich muss es irgendwie alleine schaffen. Oder ich schaffe das nicht. Oder ich bin nicht gut genug. Oder was auch immer. Nur ich kann mein Denken über mich selbst ändern und über diese Welt, indem ich Gott beständig in mein Leben lasse, in meinen Traum hineinwirken lasse, offen bleibe für Gott selbst, sprich für mich als den einen Sohn. Auf geistiger Höhe bleibe. Trennung, dieser allgemeingültige Gedanke von Trennung, den ich hier scheinbar wahrnehme, ist nichts, ist ein Miteinander teilen von nichts. Jeder hat die Gedanken von Trennung. Möge ein jeder sie aufgeben, weil sie nicht wahr sind, weil uns genau das ja unseren Unfrieden zeigt, unsere Angst. Und das spiegelt sich im Außen. Und dann lasse ich mich davon noch triggern. Und dann ziehe ich mich noch mehr zurück, weil es mich ja auch überfordert. Und dann bin ich erschöpft irgendwann. Aber du wirst genau hier und jetzt gebraucht, mein lieber Bruder. Es nützt uns nichts, wenn wir abtauchen und verschwinden. Noch mehr dissoziieren, aufgeben. Dadurch wird sich die Welt nicht ändern. Eher das Gegenteil. Kaum gehe ich dann mal raus, bin ich noch schockierter. Oder noch irritierter. Deshalb brauche ich scheinbar den Bruder und die Situationen, damit ich lerne und mir selber Ruhe und Frieden schenke. In jedem Moment. Ich kann mich auch an meine wirklichen Gedanken wenden, die alles mit jedem teilen. Ebenso wie meine Trennungsgedanken an die Trennungsgedanken in anderen appellieren, so wecken meine wirklichen Gedanken die wirklichen Gedanken in ihnen. Also möge ich nur von der Wirklichkeit, von der Liebe des Vaters sprechen, vom Miteinander teilen, miteinander sein, von dieser Einsgesinntheit. Ich wähle, ich entscheide. Und das wird mir die Welt zeigen. Also lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Ich erfahre die Wirkung meiner Gedanken nicht allein. Ich bin in nichts allein. Alles ist schon da gewesen, ist bereits gegeben worden. Mir ist alles gegeben. Alles, was ich denke, sage oder tue, lehrt das ganze Universum. Ein Sohn Gottes kann nicht vergeblich denken, sprechen oder handeln. Es gibt nichts, bei dem er allein sein könnte. Es steht deshalb in meiner Macht, jeden Geist zusammen mit dem meinen zu verändern, denn mein ist die Macht Gottes. Wir sind eines Geistes und wir können unser Denken gemeinsam ändern über die Welt. Unser ist die Macht Gottes. Möge ich bereit sein. Sei du motiviert. Steh auf. Sei du das Vorbild. Zeige du, wie es gehen kann. Übernimm Verantwortung. Du schenkst es nur dir selbst. Mögen wir nicht zu Hause rumhängen, in Depressionen oder Leid oder Schuldgedanken oder was auch immer, urteilen, nicht wollen. Ich habe schon genug auf meinen Müllberg geguckt oder hineingeguckt. Möge ich mein Licht leuchten lassen. Es wird so gebraucht. Höre deinen eigenen Ruf nach Liebe und sei du die Antwort. Und schenke deine Liebe. Sei du entschlossen zu sehen. Ich bin entschlossen zu sehen. Da steht's. Entschlossen. Worauf wartet da ein jeder? Nur ich kann es mir geben. Nur ich kann den Schritt tun. Da ich begreife, dass meine Gedanken mit anderen geteilt werden, bin ich entschlossen zu sehen. Ja, ich will sehen. Und ich will mir nicht mehr im Wege stehen durch meine komischen Gedanken. Durch meine Spielerei. Durch meinen Widerspruch. Ich will nicht Widerspruch lehren. Das ist auch unmöglich. Ich will nicht Angst lehren, wo ich doch Liebe bin. Das funktioniert nicht. Ich mache nur diesen Graben weiter wahr. Ich will mich erheben und erhellen. Und das tue ich. Immer wieder. Und du komm mit mir, mein lieber Bruder. Weil es uns so viel Frieden, so viel Gewissheit, so viel Sicherheit schenkt. Der Frieden Gottes, seine Liebe, sein Schutz, unsere Quelle. Und daraus geben und empfangen wir. Wir sind Lichtbringer, Bote der Liebe, Friedensgeber. Wir sind der Wille Gottes. Ich möchte die Zeugnisse dafür sehen, dass das Denken der Welt verändert worden ist. Durch mich. Es geht nur durch mich. Ich kann nicht da sitzen und warten, dass sich da im Außen etwas ändert. Ich muss mein Denken ändern. Vergeben darf alles schauen. Ich möchte die Beweise sehen, dass das, was durch mich geschah, Liebe an die Stelle von Angst, Lachen an die Stelle von Tränen und Fülle an die Stelle von Verlust treten ließ. Bruder, ich will mit dir lachen lernen. Ich weiß oft auch nicht, wie das geht. weil mein altes Lachen oft noch angstbasierend war. Und da ist mir das Lachen oft im Halse stecken geblieben. Und das kann mir eigentlich mit Gott nicht geschehen. Und das lernen wir, sehen wir, ob es ein künstliches Lachen ist oder ein ehrliches Lachen aus dem Herzen heraus. Ein natürliches Lachen. Wann hatte das jemand jemals erfahren? Ein natürliches Lachen. Vielleicht als Kind in meinem Traum. Ich kann mich kaum erinnern. Aber da wollen wir gemeinsam hin. Liebe, lache, lebe. Im Überfluss. Und das ist in dir. Schau durch dein Herz. In deine Schatzkammer. Öffne du dich. Im Grunde ist das Leben mit Gott, mein Denken mit Gott, ein Freudentanz. Wir sind ein Tanzschritt Gottes, habe ich mal gehört. Wir vergessen zu tanzen. Wir sind so erstarrt von unseren alten Gedanken. Weil es sich auch manchmal so fremd oder so aufgesetzt anfühlt. Ne? Einfach loszutanzen, ist ja auch nicht normal. Ne? Ist das jetzt echt? Und schon wieder mache ich mir viel zu viele Gedanken. Ich vertraue mir selbst nicht. Und darüber nicht zu verzweifeln. Das Licht ist gekommen. An dir ist nichts falsch. Du bist immer geliebt. Schon immer und immer da. Da klingelt's. Jetzt kommt der Bote, der Liebe. Der wird mir das jetzt nochmal sagen. Und dann, was sage ich? Ja, danke für die Erinnerung. Ich möchte die wirkliche Welt betrachten und sie mich lehren lassen, dass mein Wille und der Wille Gottes eins sind. Oder du bist nur Liebe. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Und das wird dir das Lachen wiederbringen, all die Heiterkeit und Gelassenheit, Harmlosigkeit. Einfachheit. Freude eben. Danke, danke, danke. Wieder und wieder für die Erinnerung. Ich verzettel mich immer weniger, weil immer weniger Zettel da sind. Sie vergehen. Meine alten Gedanken vergehen. Und es wird immer offensichtlicher. Ich entscheide mich für die Liebe, für Gott. Ich bin entschlossen zu sehen. Amen. Bis gleich.